So ihr Lieben, es geht weiter mit Teil 2 meiner Oreo-Torte. Die Torte war jetzt für 2 Stunden im Kühlschrank und die Buttercreme habe ich so lange unten im Keller gelagert. Einfach abgedeckt, da ist es schön kühl, aber nicht so kalt wie im Kühlschrank, denn dort wird die Buttercreme zu fest. Hier könnt ihr jetzt die Konsistenz sehr schön erkennen. Noch ist sie so grisselig wegen den ganzen Keksstückchen, aber ich packe sie einfach mit dem Flachrührer in die Küchenmaschine auf niedrigster Stufe und lasse sie dafür circa eine halbe Stunde schlagen. Und guckt mal bitte die Konsistenz an. Die ist so smooth, so ja, geschmeidig und ihr habt keine Stückchen mehr drin. Ihr seht das jetzt, die Kekse haben sich quasi so aufgelöst. Es sieht aus wie so Vanillepunkte und so ist die Buttercreme perfekt zum Einstreichen. Jetzt beginnen wir dann auch schon mit dem Einstrich. Dafür gebe ich erstmal einen guten Klecks Buttercreme oben auf die Torte und nehme mir meine große Winkelpalette und streiche mir oben die Buttercreme in diesen Streichbewegungen gerade. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu erklären, ihr könnt euch das einfach mal anschauen. Mit meinem Silikonspatel verteile ich dann die Buttercreme am Rand. Das könnt ihr auch am besten mit einem Spritzbeutel machen, dann versaut ihr nicht ganz so viel. Ist aber nicht schlimm, das Cake-Book müssen wir eh gleich nochmal sauber machen. Ja, und das verteile ich dann alles erstmal grob mit meiner Winkelpalette. Wenn ich dann alles grob verteilt habe, also die ganze Torte mit Buttercreme schön eingestrichen ist, nehme ich mir meinen Edelstahl-Scraper und gehe mit ihm an der Torte entlang. Das Ganze mache ich ganz langsam und ich versuche immer einmal im Kreis zu drehen, also nicht abzusetzen. Deswegen auch am besten so eine drehbare Tortenplatte nehmen. Und wenn ich dann hier so kleine Löcher sehe oder wo jetzt noch nicht genug Creme ist, fülle ich mir die wieder mit Buttercreme auf. Nimm mir wieder den Scraper und wichtig ist, nach jedem Abziehen müsst ihr den Scraper komplett sauber machen. Ich mache das meistens einfach mit einem Zewa und streife das so drüber, wie ihr sehen könnt und gehe immer wieder drumrum, mache ihn sauber, gehe drumrum und wenn ich wieder hier so ein paar Luftbläschen und nicht Luftblasen, aber ihr seht, was ich meine, oder so, ein paar Stellen sehe, wo nicht genug Buttercreme ist, gebe ich wieder ein bisschen Buttercreme drauf, ziehe wieder ab und das Ganze wiederhole ich dann, bis ich zufrieden bin. Wenn wir die Torte dann einigermaßen glatt haben, glätte ich mir die Kanten. Dafür nehme ich mir die große Winkelpalette. Ich wechsle gleich nochmal auf die kleine, weil das hier leider gar nicht funktioniert hat. Ich habe mir jetzt oben wieder zu viel Buttercreme abgenommen. Man sah den Boden. Da musste ich wieder neue Creme drauf machen und ja, habe nochmal neu oben glatt gestrichen. Deswegen, ja, man kann da wirklich auch sehr lange Zeit mit verbringen. Und genau, und wenn ihr das oben wieder glatt streicht wie ich, ne, dann pratscht natürlich wieder ein bisschen am Rand drüber, deswegen musste ich jetzt nochmal mit dem Edelstahl-Scraper rumgehen und habe das dann oben mit einer kleinen Winkelpalette am Rand geglättet. Das ging wesentlich besser. Dafür auch ganz wichtig, die kleine Winkelpalette nach jedem Abziehen immer wieder sauber machen. Die Torte habe ich in den Kühlschrank gepackt und jetzt geht es auch schon weiter mit der Deko. Ich habe mir jetzt hier meine Rosentülle genommen von Ready to Cake. Ich verlinke euch wie immer alle Utensilien unten in der Infobox, also im Text. Habe hier den Spritzbeutel auf meinen Spritzbeutelständer gegeben und gebe meine Creme rein. Das ist jetzt auch noch immer dieselbe Buttercreme, die wir gerade zum Einstreichen benutzt haben. Und genau, hier einmal am besten die Buttercreme ein bisschen nach vorne drücken, damit wir gleich nicht oben was rauspratschen. Das ist immer wichtig. Und dann geht es auch direkt mit dem Drip weiter. Dafür habe ich mir jetzt Zartbitterschokolade genommen und die erwärmen wir jetzt mit etwas Sahne in der Mikrowelle. Das ist jetzt erstmal nur die Schokolade. Und jetzt habe ich hier die Sahne dazu gegeben, aber ich gebe euch einen Tipp. Erwärmt die Sahne am besten vorher auch in der Mikrowelle in einem extra Gefäß oder macht es einfach zusammen direkt mit der Schokolade. Das könnt ihr auch direkt in die Mikrowelle, weil wenn ihr das nämlich macht wie ich hier, dann wird die Schokolade erstmal ein bisschen klumpig, weil die Temperaturen natürlich unterschiedlich sind. Dann müsst ihr es wieder erwärmen. Also in Kurzform Schokolade und Sahne direkt zusammen in die Mikrowelle geben, dass alles gleichmäßig warm wird und so lange rühren, bis keine Klümpchen mehr da sind. Nehmt euch am besten einen Schneebesen, wie ich jetzt hier, weil da kriegt ihr die ganzen Klümpchen von der Schokolade am besten mit verteilt. Und genau, die Schokolade oder der Drip sollte eine Konsistenz haben, dass er schön flüssig vom Löffel runterlaufen kann. Ihr seht das jetzt hier, das ist jetzt der Drip-Test quasi. Ich nehme mir einfach ein Glas mit einer Kante und lasse den Drip runterlaufen, weil es ist wichtig, dass er nicht zu heiß ist, sonst würde uns die Torte natürlich schmelzen. Er darf aber auch nicht zu kalt sein, sonst läuft er nicht mehr. Ich habe ihn jetzt in meine Dosierflasche gefüllt, da geht es am einfachsten mit und jetzt wird dann auch schon gedrippt. Dafür, genau, nehme ich mir die Flasche halt und gucke, dass ich sie einigermaßen gerade halte. Das sieht jetzt hier ein bisschen schief aus. Und jetzt könnt ihr den Druck immer variieren. Ne? Wenn ihr lange Tropfen wollt, drückt ihr ein bisschen fester. Wenn ihr kürzere wollt, ein bisschen weniger. Ich glaube, das erklärt sich von ganz alleine. Wichtig
Wichtig ist nur, dass die Torte halt schön gekühlt ist. Und hier, wie immer, könnt ihr natürlich auch einen Spritzbeutel oder einen Löffel für den Drip nehmen. Das geht auch, aber mit der Dosierflasche funktioniert es einfach wesentlich besser, finde ich. Also ist alles nur meine persönliche Meinung. Die Buttercreme hatte ich jetzt so lange, wie ich den Drip gemacht habe, im Kühlschrank, dass sie ein bisschen fester wird, weil sie darf nicht zu weich sein zum Aufspritzen. Ich habe hier jetzt einen kurzen Test gemacht, ne, dass ich auch weiß, wie ich spritzen kann. Und die Torte hatte ich jetzt wieder im Kühlschrank, dass der Drip ein bisschen fester wird. Der darf nicht mehr zu weich sein, weil ansonsten würde das die Buttercreme darauf nicht halten und den Drip zur Seite quetschen. Und jetzt könnt ihr dekorieren, wie ihr möchtet. Ich habe hier so kleine Tupfen aufgespritzt und habe mich hier ein bisschen verspritzt. Deswegen habe ich es einfach nochmal abgenommen. Das funktioniert. Also keine Panik, wenn was schief ist, nehmt euch eine Winkelpalette, eine kleine oder einen Löffel und macht es vorsichtig ab. Das ist kein Problem. Und jetzt kommen auch schon unsere Oreo-Kekse drauf. Die habe ich jetzt einfach gerade drauf gesteckt. Ihr könnt die immer noch ein bisschen nach rechts oder links kippen, ne, wenn ihr die Torte fertig dekoriert habt. Die Buttercreme ist ja noch nicht fest. So sah die Torte dann aus, nachdem sie eine halbe Stunde im Kühlschrank stand. Ihr seht, der Drip wird auch ein bisschen matter und trotzdem könnt ihr ihn noch gut schneiden. Also er ist nicht richtig fest, sondern trotzdem noch so, dass man ihn schneiden kann. Ja, so sah die Torte dann aus. Anschnittbilder könnt ihr auf meinem Instagram-Profil sehen und ansonsten schaut gerne dort vorbei und lasst ein Abo da und sagt mir gerne, wie euch das Video gefallen hat.